So, hallo YouTube. Willkommen bei Episode 2. Ich wünsche euch viel Spaß. So, was war da los? Sind die hier draußen? Sind die hier draußen oder was? Na, ja, waren sie. Oder was? Jetzt sind sie weg oder was? Ja, ich glaube oder was. Bitte? Ich glaube auch. Okay. Also ja, die sind weg. Alles gut. So. Das ist nicht empfehlenswert. Der Herr, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wieso? Ich hab mich gerade über Sie lustig gemacht, wegen Ihrem oder was? Sie haben sich über mich so lustig gemacht, ja? Das sollten Sie vielleicht in Ihrer Position nicht machen. Wie ist die Situation am PD? Nein, leid, Jude. Ja. Mich mir mal überdenken. So, wen haben wir denn hier in der Leiste? Wer ist denn hier? Oh, genau. Mit wem kann ich denn nicht auf Streife fahren hier? Wer ist denn hier? Wer bist du? Demon. Demon. Jo. Oh, du klingst aber schnell. Aber nicht einsatzbereit. Du klingst auch nicht, du klingst auch ein bisschen schlecht gelaunt, Kollege. Ich geh jetzt schlafen. Ich habe die Verfolgung zu dem roten Fahrzeug aufgenommen. Alles klar. Du gehst schlafen. Ich bin aktuell am BP, fahren okay. Jetzt Richtung Norden. Kann dann nochmal eben was machen, ne? Jo. Jo. So. Was ist denn mit euch? Ja, wir suchen eigentlich eine Streife hier. Wir haben einen Praktikanten. Brauchen dringend eine Verstärkung. Ja, der muss das sehen. Ja, richtig. Ja, aber ich kann ja auch nicht. Also, du bist auch Anwärter, ne? Ja, ja, das ist das Problem halt. Bleibt an, Kollegen, aufkommen. Wir jagen jetzt die Octis. Octatavis hier. Komm raus, komm. Sag mal, was ist denn das für eine Aussprache? Ja. Ihr Praktikant, nehmt sich sowas nicht zu Herzen. Ja? Ja, ich sag nichts dazu. Ja, einfach sowas nicht zu Herzen nehmen. Einfach gar nicht hinhören. Wenn du sowas hörst, nicht hinhören. Richtig. Direkt am besten vergraben, ne? Ja. Also ich mich, wenn sowas kommt. Ja gut. Ich hab auch nichts gehört. Also ich hab nichts. Ja gut, dann machen wir jetzt einfach eine Dreierstreife. Da sehe ich uns. Auf die 6. Ja, können wir das so machen, oder was? Ja, ist doch eh keiner da hier. Soll ich hier auf den Kindergärtner warten, oder was? Ich bin erfahren. Ja, ne, hat recht. Ja. Wir machen das jetzt. Wenn da jemand Larry macht, dann kläre ich das. Werde ich auch ein bisschen fuchsig langsam. Auf die 6. Sie sind ruhig. So. Dann pack dich auf die 6. Wer bist du? So. Rakete. Rakete. Dann pack dich auf die 6. Simmer. Schimanski, super. Sehr gut. Mitkommen. Guter Mann, habe ich gehört. Guter Mann. Schon gestern in der Besprechung gehört, was sie zu sagen haben. Fand ich gut. Ja? Freut mich. Sind Sie guter Fahrer, sonst fahre ich. Ja, fahren Sie. Super. Das heißt nicht, dass ich kein guter Fahrer bin. Nein, gut. Alles gut. Frage, wo sind die Autogrammmitglieder? Ich habe tatsächlich noch nie ein Fahrzeug ausgepackt. Können Sie mal. Ja, leck mich. Ja, da vorne steht unser Charger. Wir nehmen den da vorne. Kommen Sie mit. Ja, komm. Und Praktikant, keine dummen Sprüche, ja? Der Einzige, der dumme Sprüche macht, bin ich. Richtig. Verstanden? Ich darf aber lachen, oder? Ja, lachen dürfen Sie. Wenn Sie Fragen haben, können Sie auch gerne fragen. Ah, die Karre ist am Arsch. Ja, komm. Mann, das ist mein Schätzchen. Das kann doch nicht sein. Was ist eigentlich mit dem Zaun da? Ja, Moment mal eben. Status bei der Verfolgungsjagd. Was ist los? Moin. Ich hab noch eine Frage. Ja, frag. Können Sie kurz weggehen? Ich habe auch eine Frage. Ja. Warte, bist du nicht bei der Justiz? Als Oberwachmeister, was für einen Rang hätte man, wenn man zur Polizei kommt? Wenn man was? Oberwachmeister, was für einen Rang kriegt man dann, wenn man zur Polizei wechselt? Wenn du hier kommst, da kriegst du keinen besonderen Rang, nur weil du bei der Justiz bist. Da fängst du ganz normal von vorne an. Ganz von vorne an. Natürlich. Das ist doch eine ganz andere Ausbildung. Meine Frage. Ja. Wo kann man einen Waffenschein erwerben? Bundeswehr. Wie viel kostet der, wenn ich fragen darf?
Ja, für dich wahrscheinlich 3-4 Millionen. 3-4 Millionen? Mit Sicherheit. Dann und musst du Sie? Wahrscheinlich noch in die Knie gehen und, ne? Ja, okay. Sie? Bitte? Ich hab ja einen, ne? Sie haben keinen mehr. Ich hab einen. Oder wie? Ich arbeite, ich sehe noch, wo ich arbeite. Ich krieg halt einen. Ja, klar, aber kriegt man den da gestellt, oder? Ja, ja, richtig. Ach so, okay. Dann weiß ich ja, wo ich als nächstes hingehe. Ja, bewerben Sie sich. Gerne. Schönen Tag hier noch. Ja, gleichfalls. Gleich ja, schönen Abend. Tag. Ich habe eine Person an der Wand so, bei der Tiefgarage. Ich weiß nicht, ob was mit meiner Karre? Da gibt's doch gar nicht. Wir müssen die hier wegschieben. Da vorne hin. Versuch doch mal die rüber zu schieben. Ja, sehr gut, Männer, sehr gut. Weiter. Nix in der Arme oder was? So. Wenn ich zu viel presse, muss ich vorziehen, ist das Problem. Komm, jetzt noch Moment. Nach rechts lenken. Anschlagen. Also irgendwas stimmt hier aber nicht. Ich hab hier alles wieder... Wie schlagt der? Komm mal her. Hier, der macht das. Guck. Ja, warte, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Mann. Zu meiner Verteidigung, Herr Schimanski, ich sehe auch gar nicht den Kreis. Ja, alles gut. Ist doch gut so, dass du keine Kreise siehst. Besser ist, ne? So. Rakete, reparier die Kiste. Das ist meine Kiste. Jawohl. Wo hat denn die pinke Unterwunde beleuchtet? Weiß ich nicht. Frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Oh, wie neu. So, einsteigen. Wie ist der Name vom Praktikanten? Köttel. Also Harry Köttel. Was? Harry Köttel, wie der Hasenköttel. Köttel. Jawohl. Köttel. Nur hier in Diensten. Aha. Was ist eigentlich mit dem hier rechts, der Silberne? Der parkt ja auch hervorragend. Was weiß ich. Ja, sollen die Kollegen sich jetzt drum kümmern. Wilhelm, so. Wichtigeres zu tun. Ah, die hat aber ein Handling, die Karre. Eieiei. Was sind wir? 12:36, ne? Ah, ich hau. Richtig. 12:36, Status 1. Der Schimanski, die Unterbodenbeleuchtung, sag ich, die hat was. Die ist super. Hat einen gewissen Flair. Das ist so, ja, das ist so. Ah, die ist wild, auf jeden Fall. Vatikan, Ruhe! Ich hab gesagt, entweder haben sie Fragen zum Dienst, ansonsten sind sie ruhig mal, da hinten. Bin ich der Praktikant? Natürlich! Da hab ich mich gerade vertan! Mensch. Aber wir haben uns gleich irgendwas gelacht, ist erlaubt. Ja, jetzt weiß ich, stimmt. Jetzt hab ich's gecheckt. Rakete, das war doch nur ein Test, Mensch. Der Praktikant ist da. Ja, wieso machst du denn nicht mit? Das war ein Test! Ich muss mich Mann! Ich bin nicht so hier in den Rücken fallen, Herr Kollege. War ein ganz klarer Test. Also Sie müssen ein bisschen nachsichtig sein. Ich war heute schon Geisel bei der Geiselnahme. Also bin ein bisschen traumatisiert. Von der Langeweile oder was? Was? Geisel? Bei der Geiselnahme? Ich war hier bei der Staatsbank und gedacht, war ich eine Geisel. Ja, und was ist passiert? Ein bisschen in die Hose geschissen. Was? Du hast dich in die Hose geschissen und dann willst du bei der Polizei anfangen? Oder wie? Ah. Ironie. Ah, okay. Ironie. Liebe der ganzen Kopflosen. Ironie des Schicksals. Hafen. Wir bitten vor. Hier fährt gerade ein Dodger 2 mit dem pinken Unterbodenbeleuchtung in der Stadt rum. Ja, das sind doch wir, oder nicht? Fährt den gerade wer? Das sind wir, Kollegen! Das sind wir! Das sind wir. Alles in Ordnung, das sind wir! Wir haben keine Ahnung, warum da eine Pico-Unterbodenbeleuchtung ist. Wie kann ich den ausmachen? Ja, das haben wir schon probiert letztes Mal, das funktioniert nicht. Motorrad.
So, dann, ja, weiß ich nicht. Ja, fahr weiter. Fahr weiter. Jo. Mein Gott. Jo, direkt am Durchdrehen, ey. Meine Güte. Direkt am Übertreiben hier wieder. Die Jungs haben Langeweile, das ist ein schlechtes Zeichen hier. Das sind wenige Jacken. Mann, 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 du. Hey. Bei der Baustelle sind zwei tote Bundeswehrler. Wie lange sind Sie schon in Dortmund? Wer? Monat. Monat? Ich bin auch über einen Monat schon, ja. Und selbst? Seit gestern. Oh. Seit gestern also. Ja. Mal, fahre ich an den falschen Stellen rum oder ist wirklich nichts los? Keine Ahnung, kann ich dir nie sagen. Ruhe vor dem Sturm. Ja, ich glaube auch. Informativ, ich glaube, es fahren Leute, die Polizisten und Bundeswehr da umschießen wollen. Was, wo? Mann, 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 Mann. Wir reden immer so undeutlich im Funk. Also, für YouTube die Info, wenn es hier leckt, müssen die echt mal lernen, die Jungs im Video hier. Ist das nicht das Video an sich, sondern das sind halt Server. Herr Schwarz, wie sieht's bei Ihnen aus mit der Grundausbildung? Server-Lags, also als Info. Ja, ich bin gut dabei. 12:32. Ja, super, freut mich. Und selbst? Ja, auch jetzt endlich dabei. Ich finde aber, die Struktur fehlt so ein bisschen. Also, ne, man muss ja die ganze Zeit irgendwie fragen. Ja, ich werde da mal die nächsten Tage mal mit Herrn Berno sprechen. Bin ja erfahrener, das weiß er auch. Wollen wir da drüber quatschen. Ein bisschen Struktur noch reinkriegen. Ist ja alles ja gerade noch ein bisschen im Aufbau. Was ist denn mit dir, Junge? Hast du Langeweile oder was? Zieh den raus. Einmal rechts ran. Rechts ran. So, aussteigen. Auf die Beifahrerseite. So, Patti, kannst du bleiben im Auto. Was ist der Kollege von vorhin hier? So, was gibt's denn für ein Problem? Problem ist, dass die mit Unterbodenbeleuchtung rumfahren. Ja, das wissen wir. Ist ein technischer Fehler. So. Interessant. Richtig. Aber ist das dann ihre Ansicht, dann einfach hier mitten auf der Straße stehen zu bleiben? Uns anzurempeln? Uns anzupöbeln? Ich hab sie überhaupt nicht angerempelt. Nee, überhaupt nicht. Nee, hab ich auch nicht. Ja, einmal Führerschein. Widerschütze bei einem alten Autohaus in der Richtung. Verasur. Bei welcher Postleitzahl wird Unterstützung? Wunderbar. Gut, haben Sie den Führerschein. Der mich vorhin schon angehalten hat. So, haben Sie den Führerschein wieder, bitteschön. Dankeschön. So, gut, das nächste Mal ein bisschen ruhiger. Ja? Ich bin nur neben Sie gefahren. Ja, ja, aber muss ja nicht sein. Herr Rasur, wie sieht's aus? Ist das Bahndreieck jetzt alles dabei oder? Nö. Das ist schon wieder nicht. Oh, wir müssen los, Kollege, wir müssen los. Abfahrt. Ich hab den Funk gar nicht mitbekommen, was ist hier los? Ich hab keine Ahnung, ich hab auch nur Panic-Button. Was heißt das, Panic-Button? Ja, dass jetzt Kollegen halt in Schwierigkeiten sind. Okay, die fahren weiter. Wilhelm,
vorne. Ja, ja. Okay, hier stehen bleiben, hier stehen bleiben, querstellen, querstellen. Genau so, ja, stehen bleiben. Ja, ich bin doch schon angespannt und bei dem Überfall kann man... Alles in Ordnung hier? Herr Ort, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Grüße Sie, Kamerad. Wir brauchen keine weiteren Streifen, Lage zu weit. Ich weiß noch nicht mehr, ob der noch aufsteht, weil der hat uns schon einen Platz bekommen. Was ist denn hier passiert? Herr Ort, ich glaube... Eieiei. Ja? Ja, machen. Jetzt glaube ich, das Gerät, wir können abziehen. Wenn Sie wollen. Können abziehen? Ja gut, alles klar, danke. Schönen Abend. Mit Barsch und Der Praktikant, ich hab doch gesagt, ich soll im Auto bleiben. Hab ich gesagt, dass die aussteigen sollen? Ja, sie haben vorhin gesagt, jetzt hab ich nichts gehört. Sag mal. Dann kommen wir nochmal zu den Grundprinzipien. Wenn Sie mit uns mitfahren und wir haben einen heiklen Einsatz oder sonst was, bleiben Sie hinten im Auto. Alles klar. Das war vorhin, wie bei den anderen Kollegen. Normalerweise kommen Sie bei solchen Einsätzen gar nicht mit, aber das war jetzt ein Notfall. Ja, der Herr Schimanski ist ein bisschen anders eingestellt, kann ich Ihnen sagen. Das wusste ich ja nicht, aber ist ja... Also wie gesagt, ich muss mich natürlich, ne, ich muss mich gerade auf den Ausbilder einstellen, weil, ne, was soll ich machen? Ja, ja, alles gut, ne, wenn das so ist, dann mache ich das natürlich. Aber ich muss sagen, der Herr Schimanski, der lebt an ein bisschen andere Regeln und die sind auch teilweise ein bisschen strenger, aber dadurch auch ein bisschen besser. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja nur vorhin der Kollege, wie hieß er nochmal? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Irgendwas mit P, Poppler, Pep, irgendwas, keine Ahnung. Nein, es geht nicht darum, dass Sie, es geht nicht darum, dass ich hier den Hampelmann spielen will. Es geht darum, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Nee, ich hab's schon gesagt, es ist kein Problem. Nee, richtig, genau. Das ist halt. Alles verstanden, alles gut. So, wenn die dann nämlich anfangen rumzuballern, dann war's das mit Ihnen. Dann können Sie einmal kurz Sayonara beten und dann ist gut. Verstehen Sie? Richtig. Alles gut. Gut. Verstanden. Sehr gut. Nein, das Ding ist einfach immer, es müssen hier andere Strukturen rein. Und aktuell ist die Polizei gerade im Umschwung, im Umbau. Und ja, ich werde da auch tatkräftig mit unterstützen, dass das funktioniert. Weil es müssen hier andere Sitten rein. Ja, klar. Nee, ich bin nur ausgestiegen, weil der Kollege, der vor Ihnen mit auf Streifen war, ich bin da immer mit ausgestiegen. Deswegen, aber ist ja kein Problem. Nee, alles in Ordnung. Gerade bei so einer. So, was ist denn hier? Einmal anhalten, da rumfahren. Das kann doch hier nicht wahr sein. So, einmal mal stehen bleiben. Einmal wieder aussteigen. Alles klar. Gut. Verfolgen gerade weiß-schwarzen Helikopter. Nördlich des Mirror Parks. Gut. Hat sich erledigt. Weg ist er. Bruder aus der Bellingham im Kopf. Gut, geht auch keiner im Funk drauf ein, das ist wieder super. Das ist super. Ehrlich, macht ja wieder Spaß. Die Streife, die uns bei... Jetzt verstehe ich, was ich meine. Mit ja. 9202 oder so abholen sollte. Wir sind jetzt bei 91. Ah, egal, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, von daher... Eben, seien Sie was? Nicht abgeschreckt von der Polizei. Genau. Nee, alles gut. Ja, ich war ja heute Mittag bei der Justiz, da ging es auch ein bisschen drunter drüber. Das wird jetzt. Was heißt rund, dass es hier geht's ja nicht drunter drüber, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, ja. Was bedeutet das eigentlich, Panic Button? Was passiert dann da? Ja, wenn die Polizisten in Gefahr sind, dann können wir den Panic Button. Ja, aber sehen Sie das dann irgendwie oder kriegen Sie dann eine Funkmeldung oder wie? Oder sehen Sie das anderweitig? Was meinen Sie? Ja, es piept halt und ich sehe das auf meinem GPS. Achso, okay. Genau. Ach ja. Sag mal, Rakete, wie lange bist du hier schon dabei? Oh, 2 Wochen. Ja, 2 Wochen jetzt. Ja. Haben wir jetzt eine Einsatzleitung? Wofür denn eine Einsatzleitung? Hä? Wir brauchen immer noch eine Einsatzleitung. Für was denn? Ja, ich bin unterwegs. Wo muss ich hin? Kannst du das nochmal wiederholen? Paleto Bank. Morgens unterwegs. Paleto Bank. Ich würde übernehmen. Ja, fahren Sie hin. Paleto hin. Ja. Fahren wir hin. Sind 4 Geiseln vor Ort? Fahren wir hin. 4 Geiseln, eine wurde frei geleitet.
Nochmal zum Verständnis. 36 Status 2. Für die eine wollte ich. Wow! Für die anderen drei 300.000. Korrekt. Sag mal. Könnten Sie das Geld auf 200 oder 250.000 runterhandeln? Ist alles okay bei Ihnen? Sag mal, das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Junge, Junge, Junge. Ja, es ist voll schwierig mit dem riesen LKW hier durch der. Ja, warum fahren Sie denn auch hier oben her? Ja, oh, sorry, wenn ich den Dispatch anfahre. Ja, da fahren Sie doch andersrum. Es gibt doch genug immer, es gibt doch genug Wege. Oh, leck mir an die Füße. Aber Sie waren auch weit, ziemlich weit links, ne? Wollte ich nur anmerken. Keine Ahnung. Ich bin nicht gefahren. Was ist denn mit unseren Praktikanten? Geht's dir gut oder was? Geht's dir gut oder was? Ja, das nächste Mal anschnallen. Ja, ist er nicht angeschnallt gewesen? Ja, anscheinend nicht. Ach du Scheiße. Junge, Junge, da muss doch viel lernen. Er muss doch viel lernen. Praktikum bei der Polizei und schnallt sich nicht an. Das ist doch auch mal schon wieder aufschreiben, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Unglaublich. Also, kriegt man nicht dafür sogar, ist es sogar nicht ein Bußgeldbescheid? Nicht angeschnallt sein? Ja, da reden wir gleich drüber. Ja, richtig. Habe ich das richtig gesehen? Sie hatten in dem Fahrzeug bei mir gerade unten lilane LEDs dran. Ja, das Fahrzeug spinnt. Einfach nicht beachten. Also, wenn Sie wissen, ob ich die auskriege, dann sagen Sie mir Bescheid. Ich weiß nicht, wie ich sie auskriege. Die geht nicht aus. Das ist ein technisches Problem. Die Rechnung geht auf mich, ist kein Problem. Okay. Das finden wir sehr nett. Dankeschön. Ja, ist auch kein Problem. Es war von uns beiden ein Fehler. Also ja, kann passieren, kann passieren. Ein wunderschöner Männer. Alles klar, schönen Abend noch. Oh, wie war nochmal dein Name, Praktikant? Geld ist unterwegs. Darf ich das sagen, Schimanski? Nein, wie war dein Name? Köttel, Harry. Hör mal zu, Köttelkopf. Du fährst hier bei uns im Streifenwagen und bist nicht angeschnallt? Ist das dein Scheiß Ernst? Darf ich was dazu sagen? Ja, sag, was willst du mir jetzt dazu sagen? Es soll keine Ausrede sein, wenn ich Fehler mache, sehe ich sie ein, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich den Wissen, was ich sagen will, gedrückt habe. Nicht, ist mir scheißegal, was du gedrückt hast, ob du heute Morgen in den Pott eingedrückt hast oder sonst was. Du hast ihn jetzt anzuschnallen. Bin ich jetzt gerade auf? Und Rakete, fährst du weiter so wie so ein Bekloppter, ne? Dann war es dann auch mit deiner, deinem Führerschein. Und mach die Tröte aus, Junge. Boah. Ey, Jungs, ihr macht mich fertig. Bin eine Stunde im Dienst, hab schon den Kaffee auf. Und nächstes Mal hinten anschnallen. Da gibt's doch keine Ausreden für. Da ist ein. Haben Sie gehört, Köttel? Da ist ein Anschnallgurt, den steckst du da in den Stecker rein. Na, war's das? Ich hab ihn gerade so tief reingerammt. Ja, sehr gut. Junge, Junge. Mach mich in die Fette hier. Geh mit unserem Schätzchen eine vernünftige Rakete. Mach ich. Gut. Mann. Ich merk schon, Einzelstück, ne? Ja, sicher. Das ist von Schmidt und mir unser Schätzchen. Richtig schönes Gefährt, du. Ja, sicher. Was hatten Sie wohl gesagt zum ADAC? Das Auto spinnt. 240.000. Was? Ich hab das nicht gesagt. Ich meinte, ob der 240.000 wollte. Der wollte 240.000. Also mit deinem Racing Game, ja. Aber die nimmt 240.000. Achso, mit deinem Kuchen, das ist genau. Kann ich jetzt nochmal wiederholen? Ich komme jetzt mit 240.000. Ich meinte, das wird. Verstanden. Mann, ey. Ja, bis wir da sind, ist eh schon vorbei. Ja, das ist halt wirklich so. Und nochmal die Info für euch, die das Video gerade schauen. Wenn es leckt im Video, liegt es nicht am Video selbst, sondern an das serverseitige Lecks.
Also, wie gesagt, da kann ich leider nichts für. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Bleib sitzen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Mahlzeit, Kollege, wie ist die Lage? Bin auch gerade erst angekommen, ja, also wissen noch sind nicht. Sind die im anderen Funkkreis? Oder? Meinen Sie das? Haben die den Funkkreis gewechselt oder sind sie ganz normal noch im 96er? Ganz normal 96er, Gov. Okay, gut. Mahlzeit. Servus. 15 Leute. Mahlzeit. Wer hat hier die Einsatzleitung? Morgen. Wo ist der? Der dürfte jetzt gerade aus dem Heli gestiegen sein. Ah. Ist hier irgendwer den Heli-Schein hat? Negativ. Negativ. Also ich könnte... Und was ist hier los? Kollegen mit einer Karabiner und weiß ich auch noch nicht. Super, den O. So verstanden. Gut, komm, wir gehen zu unserem Auto. Jo. Sag mal, höre ich nur nichts im Funk oder funken die wirklich nichts? Also ich höre auch nichts im Funk. Also die sind nicht am Funken. So, Geld ist jetzt übergeben, dann kommen die beiden Geiseln. Wie viele Geiseln sind da drin? Wissen Sie das? Keine Ahnung. Weiterhin wollen die Freiheit haben. Wiederholen. Für die letzte wollen die dann freies Geleit haben. Fragen Sie mal, wie Sie sich das dann vorstellen. Also wie das genau ablaufen soll. Heli bitte so habern, dass die vielleicht das jetzt doch noch fordern für die letzte Geisel. So verstanden, einen Moment. Overwatch startet in einer Minute. So. Bin ich mal gespannt hier. Frage ist, sind die sofort bekannt oder wie die genau ablaufen sind? So, ich muss danach mal ins Krankenhaus. Was? Was musst du? Ich glaube, ich muss danach mal ins Krankenhaus. Mir schmerzt die Schulter. Eieiei. Ei, ei. Also, aber wir sind so im Dienst. Machen? Keine Zeit für. Nein, fahren wir gleich hin, ist kein Problem. Noch einmal wiederholen.
Die wollen, dass die letzte Geisel bei den Motorrädern steht. Dann wollen die aufsteigen und wegfahren. Aber was ist denn das für eine Quietscheente? Ich verstehe kein die Wort. Die auch auf die Geisel? Also ich gehe davon aus, der eine hat auch seine Pistole da. Okay, wie viele Geiselnehmer haben wir? Bisher glaube ich nicht. Somit, ist genehmigt. Zwei vorne und einer wird hinten gewesen. Ja. Somit ist genehmigt, zögern Sie aber bitte noch ein bisschen Zeit raus, damit der Heli gleich starten kann. Sagen Sie, die Einzelleitung überlegt kurz was. Funkcheck. Dass sie die immer ausziehen müssen, weißt du, das sind so perverse Schweine. Tja. So, der Heli jetzt gleich in der Luft ist, können Sie sagen, dass es gemischt ist, okay? Ja, mach schon mal das Auto auf. Wenn die gleich um die Ecke von der Bank sind, solltest du sie nicht die Geisel zielen können. Verfolgen bitte alle bis auf ich und den Fahndungsbahnhof. So, jetzt können Sie sagen, dass es ist. Also, die haben noch gemeint, dass die zwei Kollegen bei der Ausfahrt stehen, die sollte den anderen Kollegen kennen. So, bitte einmal die Geisel durchsuchen und Personal auf. Einsatzleitung, Fahrzeugspartner nochmal kommen. Hört? Die Geiseln kümmern, Jungs. Wir wollen, dass die drei Kollegen beim Ausgang auf den anderen Kollegen zurückgehen. Was hältst du davon, Schimanski, dass es immer so einen Verhandlungsmann gibt, der da immer noch durchkommt? Die recht gehen, ganz recht. Diese Kollegen. Verhandlungsführung muss sein, aber... Aber findest du nicht, dass sie vielleicht... Also ich weiß nicht, ob das sinniger wäre, wenn die Verhandlungsführung auch die Verhandlung führt, weißt du? Nein. Meinst du nicht? Nein. Es gibt eine Verhandlungsführung und eine Einsatzleitung. Also die Einsatzleitung meinte, was wir dafür bekommen, dass die Kollegen der Ausfahrt stehen, weggehen. Aber die Kommunikation ist scheiße. Ja, bitte nehmen Sie die. Ja, eben, weil so, die haben, meistens sind es immer so zwei verschiedene Ansichten. Frage, wo ist die Absicherung vom Fahndungsmann? Es gibt keine zwei Absichten oder Ansichten. Die Einsatzleitung hat zu entscheiden. Die Verhandlungsführung führt nur die Verhandlung und die Einsatzleitung entscheidet. Ich habe halt schon Kollegen gesehen, so, ne, die hatten halt vorne irgendwie eine andere Meinung als die Einsatzleitung, so, wo ich ja, gedacht ja, habe, das ja, ja, ist einfach nicht sein, so. Wenn die um die Ecke sind, so dass sie nicht mehr zielen können, bitte in die Fahrzeuge steigen. Bitte auch überprüfen, dass die Fahrzeuge von uns offen sind. Auto hast du aufgemacht, ne? Ja, ja, ob es wirklich auf ist, das sehen wir gleich, ne? Noch nicht verfolgen. Steig ein vorne, geh nach vorne schon mal, steig ein. Ich gebe das, was du verfolgen sollst. Der Heli kann schon mal in die Richtung fliegen, wo das eine muss. So, jetzt verfolgen. Okay, hinterher. Lass die Tröte aus, lass die Tröte aus. Fahr geradeaus weiter, der will wahrscheinlich rechts fahren. Fahr geradeaus weiter. Stein in den Weg ab. Ja, er fährt hinter uns, er ist hinter uns. Langsamer werden. Sicher? Ja, die waren hinter uns hier. Hier rechts jetzt. Eine Person ist zu Fuß flüchtig. Fuß flüchtig anscheinend. Irgendwo hier. Wo ist der Typ mit der gelben Hose hin? Wo ist die Fies kommen? Ah, da steht er, hier. Fahr hier rum. Rechts oder was? Stopp, halt Jan. Ausstiegen. Hier, über der Wand. Praktikanten, die bleiben hier drin. Ja, wir haben gerade einen Verledepass. Alles klar.
Hier, hier. Ja, mein. Ah. Ja, mein. Festsetzen, ah, Kollege, setz sie fest. Wo ist der andere mit der gelben Poster? Ein mutmaßlichen TV gestellt. Der mit der gelben Hose, das ist der hier bei ihm. Ah, okay. Gut. Was gut. Mal mitnehmen. Ja, und der, die anderen. Ich hol das Auto hin. Bleib mal hier kurz stehen, ja? Bleib hier. Ja, ja. Und zwei. Der Oberwurst. Das war einer auf einer bedrohroten BF und einer auf dieser, ich glaube, silbernen. Jetzt soll der Overwatch mal zur. Und haben sie ihn gefunden? Jo. Einen haben wir gepackt. Oh, diese, dieses Auto, ey. Und dann, wenn sie da nicht entdecken, Schwarzgeld wäre scharf. Schimanski, Sie sind ein Tier. Bitte? Sie sind ein Tier, im Positiven. Danke. Die Kopf da nähert sich. Als Ja, man muss den mal schlauer denken als die Idioten. Was bringt das denn, wenn so viele hintereinander fahren? Verstehst du? Das ist so, ja. Und die Wege abschneiden. So. Darf ich kurz einmal hin? Ah, der will rein, okay. Haben sie ihn durchsucht? Ja, haben sie ihn durchsucht? Kann nicht immer klappen. Nee, noch nicht. Ja, Moment. Na, dann einmal hier durchsuchen. Am Auto am besten. Der Heli landet. Doch kein SDN. Und dann packen wir ihn ein. Also mit einem. Dann bringen wir ihn runter. Die Schwarzge- fliegen sie einmal die Schwarzgeldwäsche ab und warten so ein bisschen dabei. Ja, wie blöd kann man denn sein? Haben Sie die Scheißmauer dahingestellt, ja, oder was? Ja, wie blöd kann man denn sein? Ich weiß es auch. Wenn man schon ein Motorrad unterm Arsch hat. Ich war ein bisschen nervös, verstehen Sie? Ja, haben wir gemerkt. Sie haben ja gar nichts dabei, was ist das? Nee, ich hab nichts dabei, Mann. Der hat gar nichts dabei. Lag da irgendwo? Ja, wenn er nackt durch die Gegend läuft, ist aber kein Wunder, dass er nichts dabei hat. Ja, ich hab da nur eine Motorradtour gemacht, Mann. Ja, packen Sie den einen hinten. Ja, trotzdem, ja. Das ist halt. So. Aber wir müssen aussteigen. Moment, ich glaube, wir müssen aussteigen. Praktikant, einmal aussteigen. Praktikant? Einmal. Ich fühle mich gerade auch wie ein Praktikant, Mann. Ja. Glaube ich dir. So, wollen wir da einsteigen. Mich noch anschnallen, junger Mann. Ja, der Praktikant schnallt sie an. Praktikant jetzt. Praktikant schnallt sie dem anderen her. Ich bitte drum. Ich hab Fesseln an. Rakete, du musst erst einsteigen. Ja, ja. Mach ich. Alles. So, jetzt der Praktikant. 1237, schnell ich einsteigen. Was können sie eigentlich? Andere Seite. Mann, Küttel. Wir haben doch hier reingesetzt bei mir, wo ich Junge, Küttel, da müssen wir doch noch viel lernen, du. Junge. Ja, ich muss aber auch noch was lernen. Wie heißen sie denn eigentlich? Sie haben mir gar nicht ihren Personalausweis gegeben. Personalien machen haben wir gleich. Ich meine Rechte vorgelesen. Ja, das macht er jetzt. Das mache ich doch jetzt, mein guter Herr. Ja, ich wollte dem Praktikant nur ein bisschen behilflich sein, Mann. Ah, Praktikant, wollen Sie das machen? Kennst Nein, du das der Praktikant macht das nicht. Rakete, lies die Rechte vor. Ja, Sie sind beschuldigt einer Straftat, Sie müssen sich den Sachverhalt nicht äußern, Sie können, müssen es aber nicht. Sie haben das Recht auf einen Rechtsanwalt. Hast du das verstanden? Ja, klar. Sehr schön. Okay, dir das üben aber nochmal. Warum das denn? Ja. Junge. Ja. Da muss noch ein bisschen mehr Pfiff rein. Ja, machen wir mal vor, komm. Ja, jetzt noch nicht, am Fahren noch nicht. Ich mach doch nicht beim Autofahren. Muss mich konzentrieren hier. Ja, bei der Kiste musst du dich halt auch. Ja, das meine ich ja. Ich habe keinen Bock, gleich wieder einen Unfall zu bauen wie du. Ja. Wissen Sie ungefähr, was mir droht? Wie viel Zeit? Ja, das werden wir gleich sehen. Wundertüte, ne? Ach, Mann, ey. Das werden wir gleich sehen. Freiheitsberaubung. Etc. pp. Da gibt's schon ein bisschen was für. Motorrad gefahren, Mann. Ja, ja. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Etc. Da kommt ein ganzes Paketchen. Ich weiß auch nicht, ob da noch vielleicht sexuelle Nötigung beikommt, weil das gerade irgendwie. Was hat ja, der Kräuber denn eigentlich? Ich wollte gerade sagen, nee, aber du lagst ja da gerade im Busch nackt. Ich weiß ja nicht, was du da gemacht hast. Und stimmt, das war ja das nächste. Ich habe geguckt, ob in meiner Hose noch alles okay ist. Ja, aber dann machst du doch nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe mich ja extra im Busch versteckt, Mann. Ja, ja. Das hat doch keiner gesehen. Nee. Aber dieser scheiß Heli hat mich gesehen, Mann. Ja. Hab ich echt? Ja, dafür ist so ein Heli da, ne?
So viel zum Thema, sie verfolgen uns nicht. Ja, sag mal. Hey. Denkst du, wir lassen dich einfach laufen, oder was? Ja, Mann, ich bin armer Schlucker. Ja, klar. Guck mal, mit so langsamen Karren, weißt du, da kommst du da mit deinem Moped. Was ist denn da los? Das Moped ist auch langsam, Mann. Ja, meine ich ja. Was kommst du denn da mit deinem Moped an? Hol dir doch mal irgendwie, keine Ahnung. Eigentlich wollte ich in die Berge, aber ein komischer Bordstein hat mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja, passiert. Man kann nicht immer gewinnen. Ja, ach. Es war auch so ganz amüsant. Amüsant. Ja, ist nun mal so. Aber wissen Sie, was ich viel witziger finde? Mal picken wir euch mal nicht. Sind Sie irgendwie Pussys? Bitte? Stehen Sie irgendwie auf Pink oder so? Nee, einfach nicht beachten. Okay. Das ist ein technischer Fehler vom Auto, nicht wahr? Junge, was ist denn hier los? Alter. Ey, der Witzka. Ich sehe nichts mehr. So, jetzt. Wunderbar. Ah, da bin ich wieder. So. Junge. Wer fährt mit einem Charger rum mit pinker und... Mein Gott, wie oft wollen Sie noch fragen? Nochmal die Info an die Kollegen. Das ist ein technisches Problem beim Charger. Bitte nicht nochmal nachfragen. Danke. Mein Gott. Kick ja aber so langsam mal Pimpernellen hier mit den Idioten. Frag doch noch 10 Mal im Funk. Mann, ey. Ich sagte, Info an die Kollegen. Nicht beachten. Das ist ein technisches Problem beim Charger. Danke. Mein Gott. Ich darf jetzt mit aussteigen, ja. Bitte? Ich darf jetzt mit aussteigen. Sie dürfen jetzt mit aussteigen, ja. Meine Güte. Hallo. Das wollte ich nicht. So, mitnehmen. Sag mal, Rakete, ich knall dir gleich eine. Nimm mir die Dinger ab. Ei. Ja, ey, sag mal. Keine Angst, Mann. Bist du das nicht, oder was? Meine Güte. Kollege, stehen bleiben. So. Seid ihr das noch flüchtig auf einer weinroten BF? Ja, wo nochmal? Stehen bleiben, Kollege. Ja. Der war. Ich kenne den Weg. Den haben wir aber jetzt schon lange verloren. Da müssen wir das gar nicht mehr noch. Moment. Ja, wir haben auf das ganze Gebiet. Ist ganz schlimm heute hier in Dortmund. Das obere Gebiet, wir haben nichts gesehen. Kann der Overwatch wieder abfliegen? Er ist ganz schlimm in Dortmund hier gerade. Dann kommen sie. Frage, wie ist das jetzt dem anderen Täter? Mal die Tür zur Rakete. Ja, dabei. Mein Gott, was ist das? Ein Erdboden. Erdbeben im Kopf hier. Komm mit. So, pack ihn rein. Dann Personalien aufnehmen. Die drei, Mann. Da war ich heute schon. Komm, mach mal hier drin alles. Moin. Hallo, der Wichser. Komm mal nach vorne hier. Was ist der Wichser? So, Praktikant hier dabei stellen, sich anhören. Ja, ich mach nochmal, warte, ich mach ab. Sorry. Hab ich ganz vergessen. Wie lange musst du sitzen? Halt die Fresse, du Wichser. Hey, nicht traurig sein. Ruhe da hinten! Ruhe, hab ich gesagt. Du sollst die Fresse halten, du Wichser. Du sollst auch die Fresse halten. Ruhe! Ja, sorry. Positiv einsetzen. Selbstverständlich. Mein Gott. Bitte schön, junger Mann. Hattet der was anderes noch dabei?
Außer Schwarzgeld? Also, ne? Waffen oder so? Nein, der hat nichts dabei gehabt. Okay, gib ihm trotzdem Geiselname und Raub. Der Overwatch fliegt nochmal mit dem Dispatch und dann verlegt er beim Gast. An. So, die Kollegen, wer war denn alles dabei jetzt? Was wird dem Herr denn jetzt alles vorgeworfen? Ja, Bankraub, Geiselname. Jetzt mal alles reindrücke. Komm mal zur Seite. Ja, bist natürlich kooperativ. Erstmal nur der Overwatch, okay? Hey, jetzt spinnt hier gerade komplett hier in Dortmund. Ja. So. Also. Paul Klose heißt der Typ. Hast du schon Strafverzeichnis offen? Oder warst du gerade drin? Nee. Ich habe einen Ausweis gerade von ihm gezogen. Nur. Okay, warte. Ich mach mal Folgendes. Dann packe ich ihn im D-Funk rein. Und du, ja, packst ihn im, du packst ihn im VPS schon mal rein, ja? Alles klar. Strafverzeichnis, ne? Ja. So. So, wie heißt der? Paul Klose. Paul Klose. Zelle 1, ne? Genau. 1. Hast du ihm irgendwas abgenommen? Oh, wollte ich für morgen kommen. Ne, bisher noch nicht. Punkt wiederholen. Ich mein Handy oder sowas, hat er nichts bei gehabt? Overwatch 1, das hat er bei gehabt, das müssen wir ihm noch abnehmen. Ja, dann jetzt sofort. Nimm ihn Handy ab, alles was abgeht. Handy, Funk, alle GPS, alles was er hat, abnehmen. Steht vor der Palettobank. Somit, wir fahren dann mal da, ne? Ja, diese ganzen Verbrecher immer, ne? Ja. Lassen Sie die Person raus, in Zelle 3, um 50. Bitte was? Den Praktiner hier lassen, ne? Person in Zelle 3 und 5 bitte rauslassen, ja? Ja, machen Sie doch selber. Ich hab hier gerade einen Fall. Ja, negativ, wir müssen zu Palito-Raub. Na ja, du, wir haben noch ein bisschen Zeit, chill. Wieso Palito-Raub? Wir waren gerade beim Palito-Raub. Ja, ist wieder Geiselname. Da kommen doch permanent Geiselnamen rein. Also, aber wir, so. Lass uns das jetzt erstmal hier locker abklären. Ja, machen Sie nur 50 raus. Ich hab hier gerade die Zelle 1, deswegen. Ich bin da gerade drin. Ja, somit, ich glaube, es steht ein anderer Heli im Einsatzort, heißt, wir werden scheinbar so. Heli flüchten, besetzen den Igel. So. Morgen würde wieder Einsatzleitung übernehmen. So positiv, für Sie zur Information. Der Kollege Wilhelm übernimmt den Fahndungspartner. Ich ziehe ihn vorerst ab, bis jemand weiteres eintrifft. Ja. Ist der nicht illegal? So. Ist er beim Baumarkt? So. Was hast du abgenommen? Wo ist der? Also, ich habe abgenommen Handy, Funkgerät. Ja. Yeah. Zwei Dietricher. Funkgerät. Bei Dietrich, hast du ihn gefragt, was der mit den Dietrichen wollte? Nee, aber hat doch jeder Zweite, ja komm. Ja. Wirklich, ich muss was sagen, noch? Er ist sau kooperativ. Was Fallschirm, noch? Fallschirm habe ich ihn weggenommen noch. Fallschirm, was noch? Und ein Brecheisen. Brecheisen. Und Brecheisen, da muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob wir da hinwegstehen wollen. Ich habe vorhin Hat er damit jemanden geschlagen? Einen Waffenschein. Brauchst du dafür einen Waffenschein für ein Brecheisen? Ja, so blöd wie es sich anhört. Das steht im Gesetzbuch tatsächlich. Oh. Aber ich weiß nicht, ob er das, ne, keine Ahnung, es ist echt. Ja, wirklich, dann Brecheisen oben einlagern, dann nehme ich das nicht wieder, weil abgenommen schreiben wir hier nur rein, was er auch wieder kriegt. Ja? Ja, gut. Ja. Die Dietriche packe ich auch weg, die packst du oben rein. Lagerst du oben ein. Hat mir noch Handy, also Handy, Funkgerät, Fallschirm, richtig? Genau. Genau, das gibst du ihm dann nachher wieder. Ja. Denk daran, ne? Gut. Also Bankraub hauen wir ihn mit rein und Freiheitsberaubung. Machst du das fertig? Achso, ich dachte, du wärst dabei. Sorry. Haben Sie gerade auch die Schüsse gehört? Ich habe gerade gar nichts gehört, ne? Also ich auch nicht, ne. Ich habe gerade Schüsse gehört.
Ich habe tatsächlich sowas noch nie geschrieben. Können Sie mir sagen, wie ich das genau Moment, mache? Ist er denn schon bei uns registriert? Gucken wir mal. Wie ist der nochmal? Hier hat doch schon eine Gästeakte, hat er auch schon was gemacht, meine Güte. Klose. Kann jemand anderes die Einsatzleitung dabei übernehmen? Ich glaube, der Herr Morgen hat Kopfschmerzen. Moment. Hier ist auch noch eine Akte von heute, ne? Ich weiß nicht. So. Ja, wunderbar. Könnt ihr bitte jemand mal anfangen an der Lötebank? Der Raub wurde bestätigt. Wir sind vor Ort. So, Geiselname. 1232 fährt per Liter an. Geiselname kriegt er mit rein. Das sind schon mal 15. Danke. Also kommt der wahrscheinlich in die JVA oder was? So, morgen ein. Nee, Moment. Ich würde, solange der Einsatz gefahren ist, warten wir hin, wenn es kein anderer anbietet. Hä? Nein, was macht er denn? Ach, ja, die haben zwei Gelbe. Der okay, erste spielt gerade auch rum. Der zweite war 400k. Das VPS ist leider auch Alarmist. Ich bin gerade rum, ich kann nichts machen. Wird noch Unterstützung benötigt im Paletto? Positiv. Eagle One jetzt vor Ort. So, jetzt aber nochmal. Wie kann ich das denn löschen? Kann ich das nicht löschen? Ach. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie kann man auch nichts löschen. Kurze Frage an die Kollegen. Momentan hat keiner Zeit, einmal zur Verstärkung herzukommen, weil wir haben hier eine 6-Menschengruppenmasse und. Ja, ich sag Bescheid, derjenige, der das löschen kann, soll das löschen. Ich mache eine neue auf. So. Beschlagnahmt haben wir nichts. Doch, beschlagnahmt haben wir, was war nochmal? Zweimal Dietrich, ne? Also haben wir keine Wahl, zweimal Dietrich. Die ankommen. Hätten die. 12, nee, Beschlagnahmen, ist ja was anderes als abgenommen. Und Brecheisen. Da brauche ich noch eine weitere Strecke, weil es ist eh nur ein Heli. Okay. Ja, das ist der Unterschied, das ist der Unterschied. Ja. Abgenommen und... Oh, ich gehe mal aus dem Funk raus, kurz. Das ist wirklich schlimm, ey. Gerade geht gar nicht. Einmal wieder hoch. Kannst du nicht arbeiten. Das so. War der Heli dann. So, also ganz wichtig, Kollege. Abgenommen ist nicht gleich, beschlagnahmt. Ne? Abgenommen ist das, was du ihm abgenommen hast. Und beschlagnahmt ist das, was wir einbehalten. Ja? Was er ja, auch nicht wiederbekommt, sozusagen, genau. So. Also, Bankraub. Nein, Moment. Geiselnahme. Freiheitsberaubung. Das sind schon mal 35, das sind schon mal 40. Plus. Was willst du noch drücken? Ja, Bankraub noch. Warte. Raub. So, hoi. Kannst du auch sagen, dass er kooperativ war? Ja, natürlich, das kann man sagen. Aber ich muss echt sagen, irgendwie, ne? Du sitzt jetzt auch schon echt lange. Was, der sitzt schon lange. Ja, ist doch gerade erst drin. Ich habe echt nichts, ne? Wirklich. Wir sind hier und sind die größten Assis überhaupt, aber der muss ich sagen, der ist mir sympathisch. Sag ich gut, mal so. Lassen wir mal die Freiheitsberaubung weg, weil die Geiselnahme schon mit drin war. Dann hauen wir Raub mit rein.
55, 60. Dann kriegt er genau 60. Ja? Perfekt. Kriegt ja, er 60. Perfekt. War sehr kooperativ. Ist das schon JVA oder? Nee. Ja. 60 kann er hier bleiben. Wobei, warte mal, 60. Ja, die kann er hier machen. Kannst du auch hier verbringen, also wir bringen dich jetzt nicht in die JVA. Ist sogar ganz gut, dann muss ich da nicht wieder zurücklaufen. Gut, ich hab dir. Das hatte ich mir mich heute schon mal. Ich hab ein bisschen, ja. ich hab ein bisschen milde gelassen, weil du kooperativ warst. Ja? Ja, danke. Hast du in Anführungsstrichen nur 60 gekriegt? Das heißt, eine schöne Stunde sitzt jetzt hier drin. Ja? Aber. Und denkst über deine Fehler nach. Die Zeit, die ich schon hier bin, zählt, oder? Die Zeit, die du schon hier bist, zählt, richtig. Das heißt, Mann, du bist jetzt schon. Du bist 7 Minuten schon hier. Also bis 50, 22,50. Genau, 22,50 bist du hier, richtig. Okay, dann lege ich mich ein bisschen genau, hin. Genau, und deine Kollegen, die Kollegen, also willst du ein bisschen hinlegen, schlafen oder was? Ja, sie müssen sich jetzt nicht um mich kümmern oder okay, so. Okay, gut, weil dann schreibe ich, da vermerke ich mit rein, dass sie schlafen gegangen sind und dass sie dann einfach... Also nein, ich meine jetzt nicht richtig schlafen, ich meine, ich lege mich hier hin. Ach so, okay, gut, alles klar, gut. Ja. Ja gut, dann weißt du Bescheid, ne? Alles klar, Mann. Wunderbar. Ich bedanke mich. Jo. Super. Ciao. Viel Spaß dir noch. Ciao. So. Das ist jetzt Koks im Straf... Oh, Strafverzeichnis funktioniert schon wieder nicht. Super. Egal, ich habe es jetzt reingetragen. So, bis 22.50 Uhr trage ich ein. 22.50 Uhr. So, wunderbar. Strafverzeichnis ist auch drin. Passt. So, wunderbar. Dann war's das. Perfekt. Geht schon mal hoch, ich komme gleich. So, YouTube. Das war Part Nummer 2. Der war jetzt ein bisschen länger. Verzeiht mir, wenn es vielleicht, keine Ahnung, ein oder andere Lag mit drin ist, aber das liegt dann nicht an mir, sondern wie gesagt, sind das halt Server-Lags. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ist für mich auch komplett neu hier, Neuland, ungewohnt, so ein Video zu machen für YouTube. Dementsprechend hoffe ich, dass euch Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Ciao.